So, jetzt habe ich glatt ein bisschen den Faden verloren. Ich kenne deine Angst in meinen Ohren. Hörner. Genau, wir müssen Hörner finden. So, ich bin aber weg. Bett ruft, Augen schwer, macht das, gute Nacht. Ina muss wachgeknuddelt werden. Horns hat er gesagt, genau, Hörner. Also wenn ich Hörner höre, denke ich an das Geweih hier. Nimm mir und vielen lieben Dank für dein Follow. Deswegen ist vorher immer nichts gewesen. Not again. No. Fuck. I can't feel my fingers. What is happening to my body? I don't know what this could mean. There was a red light, but everything was dark. Ein rotes Licht, wenn alles andere dunkel ist. Ich weiß, wo es rot leuchtet. 5000ste Follower ist offiziell Nymeon. Kannst du das irgendwo sehen? Ehrlich? Vielen lieben Dank und yay! Liebe. Ich gar nicht mitgezählt. Bin echt lange schon auf den Beinen, da mein Sohn mich früh rausgeschmissen hat. Ich wünsche euch aber einen ganz bezaubernden Stream. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns auf jeden Fall. Liebe! Das geht raus. Dankeschön! Da, die rote Lampe. Liebe auf jeden Fall. Was eine Zahl. Ja, ich arbeite schon eine Weile an dieser Zahl. Wichtiger ist, was bei mir im Chat passiert tatsächlich. Sag mal. Danke. Es irritiert mich jetzt. Das ist die einzige rote Lampe, die mir einfällt. Jetzt eine Dunkeltaste hätte. Moment, Moment. Fotos, 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 Fotos. Nee, das war nicht Fotos, das war Notizbuch. Aber die fluktuiert ja eh ein bisschen, die Followerzahl. Mal gucken, ob wir es halten können. Ist ja sehr cool mit den mit der Zahl. Also das finde ich schon cool. Ey, wie sagt die ganze Zeit was von Dunkeltaste. Ich habe das Gefühl, ich stehe auf dem Schlauch. Soll ich den Strom abschalten? Ich soll doch nicht den Strom abschalten, oder? Und dann im Dunkeln hier durch. Okay, nimm einen Hammer mit, das ist ein guter Call. Jetzt ist aber gut hier. Ich habe mich die Werkzeuge gerade alle abgelegt, weil ich dachte, ich brauche die vielleicht nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, wir brauchen sie vielleicht doch. Apropos, Moment. Kann ich das jetzt eigentlich öffnen? Das müsste ich doch jetzt öffnen können. Do not use, wir usen. Immer wenn draufsteht, ich soll es nicht tun, sollst du es tun. Das ist Gesetz. Ich habe bestimmt gleich eine Trophäe dafür, dass ich es einfach use. How many times do
Do I have to tell you there's nobody in this house? Al? I'm done with your bullshit. Albert, listen to me. Just a book. A fucking book, Elizabeth. See? There's no one here. It doesn't exist. It's not real, goddammit. I know. Everything that's happening to me has something to do with it. I just know it. It's a disease, Elizabeth. You are sick for the Lord's sake. Not sick. You'll end up losing your mind if you don't cut the crap. That book has nothing to do with your illness. I wish you stopped acting like a child. Stop hiding our stuff and take your goddamn pills. Jesus! Do you think it's normal? Do you think pupils vanish like dust? I'm telling you that fucking thing is what's causing enough, this for me! Enough, Elizabeth! Stop acting like a 10-year-old and go to bed! Albert! Everything started the day we brought that fucking book to this house! It's a disease, Elizabeth. If you don't believe me, I will leave this place. I'm done. And I'm taking Johnny with me. We are not staying here! Wait a minute. This is too much. You're paranoid, Ellie. It's 4 a.m., Elizabeth. Just go back to bed before we wake up Johnny. Come on. We can talk about this. You're gonna regret this. You'll end up all alone. Just you and your stupid fucking clock! Ich finde, dass die Oma sehr jung klingt. Oh, Und ich wollte mich bedanken bei Badewannenzerstörer für den Follow. Wollte mir noch angucken, was habe ich denn da bekommen? Ein Betonblock? Das wäre jetzt etwas, das ich entweder wo draufstellen würde, wenn ich wollte, dass etwas zubleibt, oder wo man sich dran anbinden könnte, um abzusaufen. Ist mir was Ähnliches passiert und ich hatte Glück, dass ich nicht verflucht wurde. Ich habe aus meiner kostenlosen Bibliothek in Österreich mitten in den Bergen ein Horrorbuch über Puppen mit nach Hause genommen. Weiß nicht mehr, wo es ist. Oh! Gut. Ich wollte einen Hammer. Ich brauche den Bolzensteiner bestimmt nicht mehr. Ich gehe jetzt zur Lampe hin, Lampe hin, Lampe hin. Ich gehe jetzt zur Lampe hin und schlag die Glühbirne aus. Glaube ich. Ich hoffe, ich bin euch nicht zu leise oder zu laut dabei. Also außer, wenn ich schreie, dann bin ich eh immer zu laut. Ich hasse das. Soll ich die kaputt machen? Soll ich die kaputt machen? Soll ich die Uhr kaputt machen?
Effie hatte was von Lampen gesagt und von Hammer, aber... Nee, mir geht kein Licht auf. Ihr mit euren blöden Witzen. Ihr macht mich fertig. Ich sollte doch einen Hammer mitnehmen. Das habe ich doch gemacht. Und nun? Die kann ich nicht kaputt machen. Und du auch nicht. Und das Licht auch nicht. Was soll ich denn kaputt machen? Dunkeltaste drücken. Ja, ich weiß, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass es dunkel wird. Ich habe das verstanden, aber ich weiß nicht, wie. Er meinte vorhin, oh nee, Strom ausmachen, nee, machen wir nicht. Jetzt sagt Elfie, ich soll einen Hammer mitnehmen, den ich nicht benutzen kann. Ich wüsste nicht, wo. Moment. Also doch zum Generator? Na gut. Dann gehen wir zum Generator. Ich krieg hier bald Kilometergeld in diesem weitläufigen Gebäude. Ist im Keller, oder? Aber warum mache ich nicht einfach die Sicherung aus? Macht das nicht mehr Sinn, als den kaputt zu machen? Ich will aber... Wenn ich den kaputt mache, ist doch jetzt das ganze Haus dunkel, oder? What the hell am I doing? Dafür brauchte ich jetzt aber keinen Hammer. The doorbell. I gotta get to the front door. Wo ist die Fronttür? Ja, wo ist denn die Fronttür? Oder? Wo ist die Fronttür? Ihr könnt mich doch alle mal. Warum sollte ich jetzt einen Hammer mitnehmen? Ich will das nicht. Das ist gefälligst offen. Wenn man es braucht. Ich gehe jetzt einfach rückwärts rein und mache nie wieder die Augen auf. Ja, da kommt mir auch das Kotzenhund. Ich fühle das. Wenn ich jetzt ein zweites Mal blitzdinke, denkst du, dann ich das nicht mit. Alles klar, dann spoiler dich nicht weiter, Cecil. Danke fürs Kommen. Ich mache einfach die Augen zu. Das ist meine ultimative Waffe jetzt. Ist mir scheißegal. Na klar. Ich liebe es, wenn Türen von alleine aufgehen. Playing
with my mind. There is no fucking excuse. The 43-year-old woman, Madison Hale, intended on murdering 7 people. Fortunately, the police were notified before she could carry it out, putting an end to the massacre after the 4th victim. It is still unknown if she was under the influence of any drugs, or if it was actually a witchcraft ritual as indicated by the evidence found at the scene. Suggesting the latter, police officers found books at the scene containing strange symbols, candles, dead animals, and one of the more macabre details, photographs of the dismembered limbs of her victims. Apparently, the woman photographed the corpses while mutilating them. It is still unclear whether the photos were part of the rites she was carrying out, or if she simply took the photos to immortalize the events. According to official sources, the 43-year-old woman, Madison Hale, intended on murdering 7 people. Fortunately, the police were notified before. Wo fahren wir denn jetzt hin? Putting an end to the massacre after the 4th victim. It is still unknown, along with the other corpses. So far, his left leg and 3 fingers have not been found. Ich bin jetzt auf Etage 1. The victim was her own 75-year-old father. Madison mutilated his body in such a way that his face was unrecognizable. His body was found in pieces inside the well along with the other corpses. So far, his left leg and 3 fingers have not been found. Patterson. The first victim was her own 75-year-old father. Madison mutilated his body in such a way that his face... Er könnte aufhören, das zu sagen, das macht mich nervös. Ja, da gucke ich bestimmt rein, da habe ich richtig Bock drauf. Kate Louise Schmidt. Noch ein Patterson? Vincent Patterson, der dritte. Henry. 47. Robert Hale. His face was unrecognizable. His body was found in pieces inside the well along with the other corpses. So far, his... Sounds like something is moving. The first victim was her own 75 Jahre alter Vater. Fahre ich jetzt einfach von Etage zu Etage wahrscheinlich, ja, ne? Und dann erzählt ihr mir immer ein Stückchen mehr. His body was found in pieces inside the well along with the other corpses. So far his left leg and 3 fingers have not been found. Mein linkes Bein und 3 Finger, schön. Ja, Snull, ich will mich jetzt auch verstecken. Madison amputated both of her legs while she was still alive. The woman passed away due to great loss of blood. Hours later, Madison continued to mutilate her body before disposing of it. The second victim was her 71-year-old mother. According to police reports, Madison amputated both of her legs while she was still alive. The woman passed away due to great loss of blood. Hours later, Madison continued to mutilate her body. Ja, Gugu, das ist gerade schlimmer als Meyers. Viel schlimmer. The second victim was her 71-year-old mother. According to police reports, kommt der nächste Bericht. The third victim was a 27-year-old man. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. The young man died instantly. His body was dismembered.
Hi. Young man. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. The young man died instantly. His body was Ich spiele jetzt ganz entspannt Dorfromantik. Ich spiele auch gleich Dorfromantik. Ich höre mir mal an, was sie da unten sagen, und dann geht's weiter. Ich lehne mich mal wieder ins Bettchen. Viel Spaß und bis später. Bis später, Juri. Ich würde mir das Geschrei auch nicht anhören wollen, wenn ich ehrlich bin. Dafür brauche ich bestimmt den Hammer. Lynn Jamie, RIP my love. George Brown. I'm not amused. Kann er gar nicht gemacht haben. Also vom Datum her kann er die nicht gemacht haben, die Fotos. Wenn er erst 16 ist. Steht irgendwie gar nichts. No numbers on this one. Ich werde das letzte Opfer sein, oder? Ich werde das letzte Opfer sein. Der Stuhl. Ich werde es sein. Ich bin das Letzte. Oh, guck mal, eine Schlinge. Soll mich erhängen? Soll mich erhängen? Ich meine, ich spiele das hier nur, ja? Du? Ja. Ja. Eigentlich muss noch voll viel kommen. Es fühlt sich noch so an, als müssten wir voll. Also als wären wir schon am Ende. Aber wir müssen dann noch die Codes rausfinden und in die Tür mit den Lampen. Uhren. Nein, ich kann in keinen Flur mehr gucken, ohne die Augen zuzumachen. Das ertrage ich nicht. Einfach nein.
Ihr könnt euch das gerne angucken. Warte. War alles gut? Ich muss noch mal. Hier so ein bisschen seitwärts, rückwärts. Ach, na toll. Das würde nichts bringen. In dem Brief stand, sie hat Angst vor Licht. Und du sagst, das würde wahrscheinlich nichts bringen. Du bist so ein Nappel. Was ist mit den Türen? Mit den Uhren? Mir fehlen immer noch die Zahlen. Mit dem Fahrstuhl hat nicht ganz gestimmt. Was kann denn da nicht? Ich erst mal zurück. Warte, ist alles so dunkel. Ich will halt auch nicht mehr zu der Uschi hin. Das ist mir alles zu viel, mein armes Herz. Aber ich war doch oben beim Spiel. Ich war doch da schon. Ich dachte nicht, dass die jetzt nochmal kommt. Eine Etage hat nicht gepinkt. Du kannst mich, du hässliches. Ich verliere die Orientierung, könnte man sagen. Ich sehe nichts. Wo bin ich denn? Scheiße nochmal. Scheiß doch die Wand an. Okay, Leute, ich hab... Wunderschön, musste natürlich lachen und mein Herz ist nicht in die Hose gerutscht. Eine Etage hat dich ping gemacht. Auch eine 3 drauf.